Hallo Leute und willkommen zu einem, naja, ich sage mal so einen kleinen Commentary. Also ich will das alles so nachchronisieren, weil im Moment mir ja nicht so gut geht. Und ich wollte euch so mal so ein paar kleine Dinge mal sagen, mal mitteilen. Und außerdem seht ihr im Hintergrund ein 1-1 auf hitrapedia.net, glaube ich war das. Wir spielen da 1-1. Und machen halt so ein paar Challenges, also zum Beispiel machen wir da, haben wir jetzt auf F5-Modus sind wir da gegangen und haben dann da uns gegenseitig weggehauen. Oder auch die Einstellung von Secret Settings, genau das war das. Und das haben wir dann auch gemacht, dass zum Beispiel pixelartig wir da rumkämpfen und naja, unsere Sachen halt. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Das erste, was ich ansprechen wollte, ist, dass mir welche gesagt haben, wann kommen wieder Videos? Und wie ihr schon bestimmt mitbekommen habt, höre ich mich jetzt ein bisschen besser an, aber noch nicht optimal. Ich bin noch ziemlich schlapp, muss ich ehrlich dazu sagen, weil ich noch momentan noch Antibiotika nehmen muss. Und schon mal vielen Dank für die vielen, vielen Besserungswünsche oder Grüße. Genau. Und das wollte ich erst mal sagen, dass erstmal, ich denke, im Laufe der nächsten Woche soll das eigentlich wieder gut sein. Wann genau nächste Woche, weiß ich nicht. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt am Wochenende mal ein bisschen wieder anfange zum Aufnehmen und so nach und nach die Videos render und hochlade und so Sachen halt. Und mal schauen, was ich da machen lässt, und ich weiß auch nicht, ob ich morgen Abend wieder streamen kann, aber höchstwahrscheinlich ja, weil ich habe wieder richtig Bock drauf und ich werde da wieder rumhusten wie der letzte Stream hier auch und werde keine Facecam anmachen, weil ich gerade im Moment ziemlich beschissen aussehe, also so kann ich mich echt nicht zeigen. Das will ich euch nicht antun und so Sachen halt, ne. Und als nächstes, ich bin gerade dabei, meine Homepage ein bisschen stylischer zu gestalten. Also zum Beispiel Let's Play hatte ich ja nicht so viele Sachen, also nicht aktualisiert, sondern möchte da jetzt in Zukunft meine ganzen Let's Plays da drin haben. Also da werden dann die ganzen Playlisten drin sein und so ein kleiner Text, was wir da so machen in dem Projekt und sowas. Und die Download-Seite, also bei der Extras, das habe ich auch ein bisschen verhübscht. Und zurzeit bin ich auch im Nebenprojekt dabei, eine komplett neue Homepage zu machen mit WordPress. Aber da habe ich noch meine Schwierigkeiten. Einerseits wegen Design her, weil das, was ich gerne haben möchte, passt wiederum nicht. Und mit der ganzen Einstellung nicht. Und ich will da schon mein individuelles Design auch irgendwie haben. Muss mal gucken, ob ich irgendjemand mal finden werde. Oder vielleicht kennt ihr euch ja aus mit WordPress oder ihr kennt jemanden. Dann könnt ihr gerne eine E-Mail an mich schicken oder eine PM. Die E-Mail ist bei jenex@gmx.de, genau so rum war es. Und wenn sich da jemand melden würde, wer sich so ein bisschen mit WordPress auskennt und wie man so eigene Designs macht, wäre schon ziemlich cool. Also Grafik kann ich euch auch gerne behilflich sein, da bin ich ja Experte drin, das wisst ihr ja. Und ja, das war es eigentlich dazu, dass ich meine neue Homepage machen wollte. Es werden bald auch so ein bisschen neue Projekte kommen. Einige haben sich ja gewünscht, dass ich so ein bisschen Commentary mache mit verschiedenen Spielen. Mal gucken, was ich da so in Zukunft so ein bisschen machen werde. Vielleicht mal Battlefield oder sowas. Mal gucken. Andererseits möchte ich gerne ein bisschen mehr Minecraft wieder zocken. Also wieder so ein bisschen Survivor Games und 1-1. Zum Beispiel so wie hier das. Nur halt dann mit Facecam und mit Live-Commentary. Weil live ist immer besser, ich weiß. Heute ist mal die Ausnahmsweise, weil ich da ein bisschen erkältet bin und den ganzen Huste dann nachhinein alles rausfiltere und dass ihr euch auch ein bisschen nicht davon gestört fühlt, ne?
Noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas Neues zu erkunden? Ah, wir haben eine Skype-Gruppe haben wir übrigens. Da kann ich ja euch mal den Link da unten in die Beschreibung packen und da könnt ihr gerne reinschauen und mit der ganzen Community reden. Und ich werde da auch regelmäßig, wenn ein neues Video oder so gekommen ist oder irgendwas anderes, also wenn ich mal ein TS bin oder sowas, das schreibe ich dann da rein. Es dient halt nur dazu, dass ich nicht jeden einzelnen anschreiben muss, sondern einmal einen Text schreibe und jeder bekommt es. Ja, ich weiß, da gibt es noch Plugins, aber für mich ist es einfacher. Genau, das wollte ich auch nochmal loswerden. Mehr wollte ich eigentlich nicht dazu erzählen, also mehr gibt es auch gar nicht. Mit neuen Projekten habe ich gesagt, dass ich vielleicht mehr Minecraft mache und vielleicht eventuell noch mehr Adventure Maps machen werde. Aber hatte ich schon mal so gehabt, dass ihr mir zum Beispiel eigene Adventure Maps schicken könnt. Habe ich gemerkt, dass es nicht so gefragt ist. Aber wir können ja was schon von anderen, also zum Beispiel was wir das letzte Mal mit der Jump and Run Map, genau so rum, war und das könnten wir eigentlich auch so in Zukunft machen. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, welche Adventure Map wir so zocken wollen und die beste Bewertung, was da ist, mit dem Daumen nach oben natürlich, wäre ziemlich cool. Und wenn ihr mehr so verrückte One-on-One-Runden haben wollt, das können wir natürlich auch ein bisschen erweitern, weil es hat echt Spaß gemacht, so mit anderen Filtern zu experimentieren und da sich aus die Schnauze zu hauen. Das war ziemlich lustig. Ja, war schon ziemlich lustig, ja. So, genug geredet. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, das Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und mal schauen, ob wir nächste Woche uns wiedersehen. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen komisch geredet, weil ich immer noch ein bisschen krank bin und noch ein bisschen down bin. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.